Wir haben jetzt Reparieren auf 72. Ich denke, das könnte reichen, um die Rüstung zu reparieren. Nee, was ich so gerade überlege, also wir haben noch einen unentdeckten Ort auf der Karte. Ach, wir gehen erstmal in den Boneyard. Wir gehen da erstmal gucken. Es fehlt sowieso noch einen Ort, den wir noch nicht erkundet haben und den ich ganz gerne mitnehmen würde in diesem Spiel. Die Gunrunner müssen wir nämlich noch treffen. Das sind so meine also Lieblingsfiguren mitunter. Viel wird's noch für die Munition haben. Reicht das, was ich dabei habe? Mal gucken, ansonsten muss ich bei Ihnen aus dem Vollen schöpfen. 12.000? Ne, ich glaube, ne, ich muss ihn erstmal plündern. Okay. Aber die Muni hätte ich schon ganz gerne. Speichern. Im Stehen war die 3. Das kann weg. Das kann er für uns tragen. Dann nehmen wir 6 können wir verkaufen. 5 nehmen wir auf, sicher, sicher. Nein, okay. Den Sprengstoff heben wir auf, den könnten wir noch unter Umständen gebrauchen. Das Scharfschützengewehr nehmen wir mit. Das Plasmagewehr. Sag mal, habe ich ihm das nicht in die Tasche gesteckt? Ach, das kann er gar nicht mehr tragen. Ach, guck mal. Gut, 13. Nee, warte mal. Nehmen wir 10 mit. So, 4 Stück. Nehmen wir auf. Ich glaube, die Waffe können wir verticken. Das Kampfgewehr lassen wir mal noch bei ihm. So, ich denke, wir kriegen genug Kohle zusammen, um uns die Munition leisten zu können. So, 11.000. Wo war jetzt mein Kram, den ich eben kaufen wollte? Da ist er. Also auf jeden Fall will ich die Munition haben. Und die Munition will ich auf jeden Fall haben. Ja, kriegen wir die Muni noch mit? Reicht nicht ganz. Dann muss ich noch was drauflegen. Jetzt muss ich erstmal gucken. 50. Und dann nochmal 439. Also knapp 500. Na gut, das, was wir eben bei der 1000 Plus gemacht haben, gehen wir jetzt hier wieder aus. Aber ich hätte gerne die Munition. Weil auf die Operation mit sag mal, auf die Operation mit Intelligenz können wir verzichten. Die Infos, die wir brauchen, die haben wir und mehr Info brauchen wir eigentlich nicht. So. Wie viel? 170 nur. Ist ein bisschen wenig. Aber wir finden noch mehr. Dafür brauchen wir dann später nichts anderes mehr. So, fallen lassen. Die haben wir alle schon eingelesen. Die können wir also hier lassen. Oh Gott, wir verlassen den Hub. Und wir gehen jetzt einfach auf den, in den Boneyard. Wir sollen zwar das Gebiet nördlich, erkunden. Ja, aber da müssen wir so ein bisschen rumgeistern und rumsuchen und dann treffen wir da auf Mutanten und die müssen wir erstmal verkloppen und gut, wäre jetzt im Level nicht schlecht, nicht verkehrt, aber andererseits,
Müssen wir ein bisschen Munition sparen. Wir haben nicht ganz so viel Muni. Wobei, ich denke mal, das reicht, um noch das Spiel durchzukriegen, aber... Ach, wir gucken einfach mal. Wir gehen erstmal dahin, wo wir nicht waren. Nicht zum Glow, zum Boneyard. Die anderen beiden Orte müssen wir sowieso noch finden. Und beim Boneyard finden wir dann auch die... Genau. Waffe wegzupacken. Okay. Jojo, es ist sowieso so ein bisschen... Hey. Hey, ach. Bisschen dunkel hier. Bis... Oh, bis 12 Uhr morgens. Ich meine, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Und hier... Genau, hier gibt es auch noch die ein oder andere Quest. Warte mal, ich habe jetzt das MG. Ne, ich bleib erstmal beim Sniper-Hammer. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich noch sämtliche Quests vom Boneyard auf die Reihe kriege. Ob ich da noch alles finde. Wir müssen mal gucken. Boneyard ist eigentlich so ein Ort gewesen, zu dem man später hinkommt und den ich immer nie so... Eine Quest weiß ich auf jeden Fall, die werden wir auch machen, weil da gibt es ein nettes Dankeschön. Was willst du? Wer bist du? Ich bin Jon Zimmerman, Bürgermeister von Editim. Was kümmert dich das? Ja, was kümmert dich? Entschuldigung, ich hab gefragt. Hast du was zu arbeiten für mich? Vielleicht hast du schon mal von diesen bösartigen Morning Gangs zu tun gehabt. Lass mich raten, ihr habt ein Problem mit der Gang. Hattest du schon mal mit Gangs zu tun? Idiot. Alter, was ist dein Problem? Ich habe keine Zeit für Idioten, verschwinde. Sag mal, ist das bekloppt, oder was? Arbeit. Hattest du schon mit Gangs zu tun? Ach, kann man so sagen. Gut. Dann weißt du, wie rücksichtslos und blutrünstig die sein können. Die Blades sind wohl die schlimmste Gang. Wir sind eine bescheidene, gottesfürchtige Stadt, die nur überleben will. Und diese Monster jagen uns. Ja, ja, alles klar. Und was krieg ich dafür? 2000 Deckel, wenn du ihren Anführer tötest. Ich will den Kopf, wenn der Schlampe. Scheint ein persönliches Problem mit dir zu haben, wa? Wer ist für den Tod meines Sohns verantwortlich? Ach, diese widerlichen Schweine. Den Göttern sei Dank, endlich wird mein Sohn gerecht. Das Blades Lager liegt nördlich von hier. Komm zurück, wenn du es erledigt hast. Ja, so ein bisschen bescheiden im Kopf ist auch schon, ne? Und nicht nur aufgrund der Tatsache, dass ich ihn entsprechend synchronisiert habe. Och, Leute. Och, Leute. Das ist so ein Punkt, den ich am ersten Teil nicht ganz so mag, weil, da stehen die NPCs hin und wieder im Weg und im zweiten Teil kann man so den höflichst bitten, aus dem Weg zu gehen. Sag mal. Ihn. Ach, ihn kommt schon hinterher. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Was ist hier so? Ach, genau. Hallo, Kumpel. Ich kann es nicht fassen, dass wir uns getroffen haben. Ich bin Miles. Was kann ich für dich tun? In diesem Kittel siehst du wie ein Wissenschaftler aus. Mit was beschäftigst du dich? Ich bin Chemiker. Meistens stelle ich Zinnmasse und Pulver her. So können wir die Messinghöhen der Kugeln wieder benutzen. Aber ich plansche auch noch mit anderen Chemikalien rum. Oh, woher bekommst du Schwefel, Kaliumnitrat und all die anderen Chemikalien? Es ist schwer, jemanden zu finden, der die Chemie zu schätzen weiß. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, einige Materialien bekommen wir von den Hubhändlern. Andere stelle ich selbst her oder finde sie irgendwo in der Gegend. Die Misthaufen der Brahmin sind zum Beispiel eine gute Quelle. Oder einige der Pilzarten, die ich anbaue. Mit welchen Chemikalien arbeitest du? Also ich habe versucht, eine starke Säure herzustellen, die Smitty für seinen Kupferstich verwenden könnte. Außerdem wollte ich einige dauerhafte Farben und Tinten machen, aber das ist nicht so einfach, weil ich nicht an natürliche Tinte rankomme.
Also stellst du die Kugeln für Aditum her? Ja, obwohl Smitty derjenige ist, der die Kugeln gießt. Ich will nur Messing höhlen wieder auf. Aber die Habhändler profitieren von dir und der Stadt. Naja, wir müssen ja von irgendwas leben. Seitdem die Hydroponik-Farm nicht mehr funktioniert, müssen wir die Lebensmittel von den Händlern kaufen. Das Einzige, was sie zum Verkauf anbieten können, sind die Kugeln. Ich könnte ja versuchen, die Teile zu besorgen. Ehrlich, das wäre wunderbar. Uns fehlen nur noch ein paar Teile. Aber wenn du die richtigen Teile auftreiben könntest, wären wir bestimmt in der Lage, autark zu leben. Samuel könnte dir dabei sicher eine Hilfe sein. Okay, wo finden wir denn Samuel? Bist du Samuel? Nein. Bist du Samuel? Nein. Wer ist denn Samuel? Jetzt mal ernsthaft, wer ist Samuel? Ich weiß es nicht mehr. Wir suchen ihn. Bist du Samuel? Hey, ich kann gar nicht fassen, dass wir uns getroffen haben. Wer bist du? Warum reden die alle so komisch? Ja, ich bin Sully. Sehr erfreut. Man nennt mich Samuel. Ach Mensch, dich habe ich doch gesucht. Was machst du? Ich bin ein Scavenger. Meine Aufgabe ist es, im Boneyard nach nützlichen Sachen und Informationen abzusuchen. Gefährlicher Job. Warum gefährlich? Naja, die Deathclaws sind da draußen und hier im Editum sind die Regulatoren beides nicht gerade die persönlichsten Typen. Wie umgehst du denn die Deathclaw? Wir arbeiten nur nachts und wir leisten echt gute Arbeit, aber ich muss zugeben, dass nicht immer alle wieder zurückkommen. Letzte Woche habe ich einen Kerl ausgesandt, der nach einem paar Teilen für Mai suchen sollte. Seitdem ist er verschwunden. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er die Teile gefunden hat und sich auf den Rückweg befindet. Okay. Ein paar mehr Informationen wären nicht schlecht. Was machst du nochmal? Ungefähr. Hast du auch andere Gebiete ausgekundschaftet? Ausgeschaut. Was willst du wissen? Die Blades sind eine erbärmliche Erscheinung. Irgendwie kommen sie aber auch doch zurecht. Und einige von ihnen in ihren Editum, wenn sie tun, was die Regulatoren wollen. Okay. Deathclaw? Naja, wenn du sie noch nie gesehen hast, sie sind das Böse in Person und machen nichts lieber als einen armen Scavenger das Herz aus dem Leib zu reißen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass hier irgendwo östlich am Blade ein Nest von denen sein soll. Aber ich hab's noch nicht selbst gesehen. Okay. Die Gunrunner. Ach ja, die werden wir auch später wieder treffen im dritten Teil. Die Gunrunner sind kürzlich in eine große Fabrik im Nordosten eingezogen. Ich kann dir leider nicht viel erzählen, weil diese Fabrik von einem Wassergraben umgeben ist, der mit radioaktivem Schlamm gefüllt ist. Außerdem muss man an den Deathclaws vorbei, um dorthin zu gelangen. Na gut, dann wissen wir auch schon mal, wo die Deathclaws sind. The Followers of the Apocalypse. Die Followers predigen Frieden und Toleranz. Nette Idee, aber leider nicht zu verwirklichen. Sie leben in einer großen Bibliothek nordwestlich von uns. Okay, und die Children of the Cathedral. Die Children of the Cathedral leben in einer großen Kirche ein Stück südlich von hier. Dort gehen die merkwürdigsten Sachen vor. Es gehen Kreaturen ein und aus, die absolut nichts Menschliches an sich haben. Und wenn man den Geschichten Glauben schenkt, dann wurde die Kirche auf einer alten Wold errichtet, in der die Vorfahren Adams lebten. Das heißt, die Kirche, die wir später noch sehen werden, ist schon mal erst nach dem Krieg entstanden. So, und damit haben wir schon mal einen der letzten zwei Orte gefunden. Die wir noch nicht erkundet haben. Aber